We're only us and no others, only us. But as we dove in deep, the water turned cold. Yeah, we have different dreams, so we can never grow. Yeah, as we dove in deep. Liebe Videofreunde, wir sind auf der Durchreise nach Hessen und haben in Pirna einen Stopp eingelegt und waren gestern Abend schon mal hier. Und zwar ist das das Autohaus Kult in Pirna und die bieten unter anderem auch an Globe Traveler und den wollten wir uns noch mal anschauen. Wir stehen jetzt aber nicht im Globe Traveler, sondern wir stehen wieder im Malibu. Damit wird nämlich hier auch gehandelt. Wir haben uns den Globe Traveler gestern angeguckt und kam für uns nicht so in Frage, aus verschiedenen Gründen. Wir haben auch gar nicht erst gefilmt. Und dadurch, dass jetzt hier zwei niegelnagelneue Malibu stehen, allerdings nicht Baujahr 2020 natürlich, sind wir aber nochmal hier rein und haben uns jetzt wirklich mal ganz in Ruhe hier reingesetzt und alles mal durchgeguckt und eruiert. Wir sind zwei verschiedene Ausführungen. Wir gehen auch gleich nochmal in die andere rein. Also von der Inneneinrichtung. Und das konnten wir uns jetzt in Ruhe mal auf uns wirken lassen, weil in der Messe oder auf der Messe besser gesagt, da ist dann wieder voll die Hektik. Und dann sind so viele Menschen da, die auch rein wollen. Und so haben wir jetzt hier das Glück und können uns wirklich mal hier ganz in Ruhe die Malibus auf uns wirken lassen und kommen irgendwie immer wieder auf Malibu zurück. Tja, und nur werden wir gucken, was wir machen. Ist immer noch nicht schlauer so richtig. Also definitiv, ich will mal die Vorzüge von Malibu sagen. Also, was ich wirklich einen Vorzug finde, das will ich euch mal zeigen, ist, wenn man den Tisch ausfährt und die Verlängerung von der Küchenzeile macht, dann hat man hier so eine richtige, kann man schon sagen, eine tolle Arbeitsfläche, was mir im Moment echt fehlt. Was der Nachteil ist, sind zwei Flammen. Ich liebe ja eigentlich zwei Flammen, aber die sind doch recht nah beieinander. Das heißt, wenn man eine größere Pfanne hinstellt, passt wahrscheinlich kein Kochtopf mehr hin. Aber gut, da findet man auch eine Lösung. Wir haben ja auch noch ein externes Induktionsfeld, was man hier hinstellen könnte. Also wäre jetzt auch nicht so das Problem.
Der Vorteil bei Malibu ist wieder die Schubfläche. Ja, finde ich persönlich besser als bei uns mit dem Schrank, weil ich, das habe ich ja euch schon erzählt, wenn ich den Schrank aufmache, dann mich hinknien muss und wenn ich von hinten was rausholen muss, muss ich alles, was davor steht, auspacken und das finde ich halt bei Schubfächern wirklich besser. Und da haben die hier auch sehr viel Stauraum in der Küche. Ja, dann muss ich sagen, sitzt man hier also weitaus angenehmer als bei uns. Also das ist halt richtig angenehme Höhe, der Tisch. Und man sitzt wirklich gut. Man sitzt auch auf den Sesseln, wo der Michael gerade sitzt, sehr gut, ne? Ja. Sehr bequem, haben wir schon ausprobiert. Also das ist schon mal ein viel besseres Wohngefühl als bei uns. Und dann mache ich mal den Tisch. Wo haben wir denn das Ding hier? Schiebe ich nochmal rein. Hat man hier unten, das finde ich jetzt auch so schön, dieses große Fach nochmal mit Stauraum. Der Nachteil daran ist, dass man die Heizung dafür unterm Bett hat. Das wird ja von vielen bemängelt, aber wir haben ja jetzt unsere Heizung auch unterm Bett. Und der Michael, der hat das ja so schön gelöst, indem wir dann das Isolierband drumherum gemacht haben, damit es nicht ganz so heiß wird. Und das müsste man dann wahrscheinlich irgendwie wieder machen. Ja, was ich noch gut finde an der Küche ist, das Brett, was ja jetzt mittlerweile viele Hersteller schon gemacht haben, dass man halt hier gleichzeitig noch praktisch wie so eine kleine Ablage hat. Man kann es als Schneidebrett benutzen und das finde ich eine super Lösung. Und ich finde es auch besser, dass es nicht Glas ist. Also ich mag die Glasplatten nicht so sehr, weil sie oft beim Fahren dann doch anfangen zu klappern. Und so ist das hier also, ich finde, irgendwie eine bessere Lösung. Mit diesem Aufbau. Dong, siehst du, hier donkt man schon an. So, das finde ich irgendwie schöner. Und wenn man das nicht nutzt, dann sieht das auch irgendwie schöner aus als mit der. Hier kann man noch irgendwie schon was schön draufstellen, dekorieren oder so. Besser als mit diesem Glas. So, dann ist auch das Waschbecken, muss man sagen. Gut, ich nehme das nochmal raus, das ist besser. Das ist doch recht tief. Das ist auch groß. Also. Für einen Kastenwagen, vielleicht, ich weiß nicht, sieht man das? Ich finde, es ist ein großes Waschbecken, weil es schön tief ist. Finde ich auch nochmal gut. Also die Küche kriegt von mir absolut Pluspunkte im Malibu. Das muss ich einfach so sagen. Für mich ist das ein wichtiges Kriterium, weil ich ja hier die Köchin bin im Haus. Und von daher, das finde ich schön. Wir haben den gleichen Kühlschrank drin wie bei uns. Vorteil ist auch noch mal ein riesengroßer Kleiderschrank, hatte ich ja auch schon mal gezeigt, das haben auch schon so viele gezeigt, ich will da gar nicht so näher drauf eingehen, aber der ist schon wirklich recht groß, da kriegt man ein bisschen was rein und dann kann man da unten auch noch mal was reinlegen oder reinstellen mit Handtücher oder wie auch immer. Und was ich auch gut finde, da musst du vielleicht doch noch mal ein Stückchen näher kommen. Das ist das Schubfach. Hier unten. Stauraum. Hoppala. Stauraum für Schuhe. Ja, da hat man also nochmal ein recht großes Fach. Oder für irgendwas anderes, ist ja egal. Ja, der Schlafbereich ist insofern sehr angenehm, dass es breiter ist als das, was wir natürlich jetzt haben. Dafür kein Hubbett, aber das braucht man dann ja auch nicht. Also hier ist richtig breite Liegefläche. Der Nachteil ist, ich passe gerade so. Also es ist wirklich, also die Fußzehen ausstrecken kann ich nicht. Also ich passe gerade so hier rein, aber ich habe mich vorhin mal eine Weile hier hingelegt. Und ja, also man kann ja auch die Füße so ein bisschen mal hier rausgucken lassen. Es ist nicht so schlimm. Ich glaube, das stört mich nicht. Ja, ihr passt hier hin, der hat sich hingelegt, ne? Ja. Gestern haben wir schon probiert. Ja, die Fächer sind ein bisschen kleiner als bei uns jetzt im Wohnmobil, aber trotzdem groß genug. Was ich gut finde auch, sind hier diese kleinen Ablagen, wo man nochmal was reinlegen kann, Tücher oder halt, ja, was weiß ich, Handy abends oder
wie auch immer. Also es sind immer so kleine Sachen, Ablagefächer, finde ich persönlich immer gut. Und jetzt hat er natürlich auch die Bullaugen, die wir ja gerne hätten. Dann konnten wir uns das gleich mal angucken. Und das ist schon irgendwie toll, finde ich. Kann die dann hier zu? Ja, die Mückenschutz ist auch da. Also einwandfrei. Das sieht schon irgendwie toll aus. Ja, und hier hat man auch noch mal große Fächer. Und was ich immer wieder, was für mich ein großer Pluspunkt ist beim Malibu, sind diese Eckfächer. Weil die sind wirklich recht tief. Da passt richtig was rein hier in diese Eckfächer. Und das haben nicht viele, dass das so schön rundherum mit Staufächern gelöst ist. Und das gefällt mir. Und uns beiden gefällt halt dieses Holzdekor am besten. So wie er jetzt hier ist. So finde ich ihn schön. Bis auf den Fußboden. Der gefällt mir nicht so. Und die Garnitur vorne, die ist zu hell. So schön wie es aussieht, aber die ist definitiv zu hell. Ja, und beim Bad, naja, das Waschbecken ist ein Kompromiss, ist ganz klar. Ich habe mich jetzt mal hier hingestellt, also es geht, aber es ist natürlich nicht unbedingt, ja, optimal. Da finde ich manchmal so diese Klappwaschbecken, die man vorklappen kann, besser. Aber es ist so, den Kompromiss müssten wir eingehen, weil der ist auch so geblieben. Bisschen weniger Fächer haben wir auch als in unserem jetzt. Wir haben ja jetzt echt ein gutes Bad und das wird ein Kompromiss. Das Bad wird ein Kompromiss, aber den müssen wir dann eingehen. Ja, wir haben uns jetzt mal überlegt in aller Ruhe, wo könnten wir denn Handtücher hinhängen, weil hier ja auch keine Haken für Handtücher sind. Aber wir haben uns überlegt, wir haben ja diese Haken uns gekauft, die wir jetzt auch da drin zu hängen haben an der Dusche. Die könnte man hier reinhängen zum Beispiel, da kann man Handtücher ranhängen. Und man kann hier oben, wie wir es jetzt auch haben, und hier oben könnte man auch unsere Haken, die wir jetzt haben, ranhängen und da Handtücher ran machen. Ja. Toilette ist halt, Bad ist ein Kompromiss, definitiv, ist halt kleiner als unseres jetzt. Ist so. Ja. Und wir würden auch, ich gehe mal auf die andere Seite, wir tauschen gerade mal. Also wir würden den auch so haben wollen, wie es jetzt hier ist mit diesem Staufach, weil das ist echt tief. Also hier geht es bis hier hinten rein. Ich strecke mal meinen Arm aus und dann kann man das mal sehen, wie tief das ist. Und auf dieses Staufach würden wir nicht verzichten wollen. Die ganzen neuen Geschichten mit diesen Sky Views, wir sind kein Freund davon. Wir haben das jetzt, weil wir ja hier das Hubbett jetzt im Moment haben. Und dadurch ist vorne das Fenster. Wir nutzen es so gut wie nie. Ne? Es ist zu warm. Michael, ist es beim Fahren zu hell? Dann heizt es sich sehr, sehr stark auf. Wir haben meistens das Rollo zu. Gell? Also man sollte es ja immer so ein Stückchen offen lassen, damit die Luft zirkulieren kann. Und also wir brauchen es überhaupt nicht. Und jetzt hat man ja hier ein schönes, helles Fenster. Wozu brauche ich denn nochmal hier so ein großes, helles Fenster? Also wir sind kein Freund davon, weil die Wärmeentwicklung in dem Auto ist echt immens. Und man sagt ja, dass die Kasten, Wagen, wie auch immer, sich sowieso mehr aufheizen, weil die ja nun mal mehr aus Blech sind und kein Kunststoff und das sich erwärmt. Und wenn du dann noch dieses große Fenster hast, was nochmal also eigentlich dazu führt, dass mehr Wärme reinkommt, weiß ich nicht, ob das so optimal ist, muss ich ehrlich sagen. Ja, ansonsten halt ist halt natürlich Malibu eine super schöne Verarbeitung mit diesen Stoffen auch, dass das so gedämmt ist hier drin, das finde ich toll. Und es hat halt unheimlich viel Stauraum für einen Kastenwagen und man sitzt super bequem. Das muss man auch sagen. Also ich glaube, wenn Kastenwagen, wird doch der Malibu werden. Oder was sagst du da hinten, hinter der Kamera? Im Moment geht die Tendenz in diese Richtung. Wir sind ja noch nicht auf der Messe. Mal gucken, was da noch alles so kommt. So, jetzt gehen wir mit euch nochmal in den anderen Malibu rüber. Und ich würde von euch gerne mal wissen, ich bin mir ganz, ganz unschlüssig. Was heißt so unschlüssig bin ich mir nicht. Eigentlich sind bei uns, gefällt uns das Holzdekor besser. Da drin ist es nochmal eine andere Einrichtung, die auch schön ist. Die wollen wir euch nochmal zeigen.
Und ich würde mal einfach wissen wollen, was ihr besser findet. Nee? Ja, wir werden uns ja nicht ein Auto kaufen, was andere besser finden. Ich würde es trotzdem einfach müssen. So, jetzt stehen wir noch mal in dem anderen Malibu. Michael zeigt euch den mal so ein bisschen hier vorne, wie der jetzt von der Einrichtung her ist. Gefällt mir persönlich auch sehr gut. Das Komische ist, wenn man hier reinkommt, Tatsache durch den hellen Fußboden, obwohl der ja dunkel ist, also von den Sitzen her und so, aber durch den hellen Fußboden und durch die hellen Möbel wirkt der fast ein bisschen größer. Ist halt natürlich aber auch dann empfindlich. Also ich finde es ganz schwierig, weil das ist auch eine sehr schöne Einrichtung. Passt halt auch gut mit der Küche zusammen, ne? Das ist nicht gut. Da bin ich wieder. Ist auch ein schönes Auto. Oh, ich finde den auch schön. Das ist echt schwierig. Der wirkte ein bisschen größer, finde ich. Ne? Doch, ich finde, der wirkt irgendwie ein bisschen größer, durch dass es heller ist. Sehr schwierig. So, und nun? Jetzt wissen wir nicht weiter. Also, ich finde den auch schön. Das ist schwierig. Ja, und was eben auch schön ist bei Malibu, ist, dass doch ein recht großer Stauraum hier vorhanden ist. Ne? Jetzt hier nochmal so kleine Ablagefächer an der Seite. Hier ist Gasflaschen. Zwei Stück passen hier rein. Dann hast du hier auch noch mal ein schönes Staufer. Willst du mal rumkommen? Warte mal, ich gehe mal hier. Kann man mal reinfilmen. Ja. Hast halt noch mal hier auch einen sehr schönen Stauraum. Auch ein sehr schönes Ambiente. Also, naja, gut. Das macht's nicht einfacher.